die Festivalleiterin hört ja dieses Jahr auf, letztes Mal. Du hast sie ja schon kennengelernt, warst 2014 auch in der Jury gewesen. Was für ein Mensch muss derjenige sein, der diese Position jetzt dann übernehmen wird? Wird das auch eventuell was für dich? Also erstmal finde ich das wahnsinnig, wahnsinnig schade, nicht nur persönlich, sondern auch vor allen Dingen fürs Festival, dass die Gabriella aufhört, weil ich finde, das und da wären wir schon zum Thema, was braucht so jemand in so einer Position? Der braucht der muss eine wahnsinnige Integrität haben, also muss Integrität ausstrahlen, der muss was Verbindendes haben, er muss was Offenes haben, was Freundliches, die Person muss ein sehr, sehr großes Fachwissen haben, muss gut vernetzt sein, also gerade mit den Nachwuchsinstitutionen, und das alles ist Gabriella, und deswegen frage ich mich warum man das verändern muss, finde ich einen totalen Quatsch. Und für dich wäre das nichts? Ich bin Schauspieler. Ich habe mit administrativen Dingen nichts zu tun. Ich bin Befehlsempfänger. Ja, wenn der Regisseur sagt, springen, dann muss ich springen. Was anderes kenne ich ja nicht. Bin ja dumm. Okay, welche Bedeutung hat aus deiner Sicht das Festival in der Filmbranche? Das Festival für mich ist das Nachwuchsfestival im deutschsprachigen Film. Also nicht nur für Deutschland, sondern es geht auch durchaus, ist auch international, weil Schweiz und für Österreich gibt es auch kein vergleichbares Festival wie das hier in Saarbrücken. Und darüber hinaus, ich kenne einige Festivals, viele, bei denen ich auch länger bin, teilweise auch mit eigenen Filmen oder so. Und es ist großartig, hierher zu kommen, weil das Festival eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr, also eine Aufbruchstimmung hat, die sehr gut zum Jahr passt, also im Januar, wo alle Leute irgendwie aus der Weihnachtsbeschädigung kommen, muss man ja irgendwie auch in das neue Jahr starten, und das ist immer sehr euphorisch und sehr positiv, und das passt natürlich auch zu unserer Branche und auch zu den jungen Leuten, und deswegen finde ich das super hier. Hab's eben gesagt, 2014 warst du in der Jury. Ist in der Jury sein anstrengender, schwieriger als zu Schauspielern? Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das eine, da sitzt du dich rein und musst du deinen Kopf anstrengen, nämlich ab dem Moment, wo man sich über den Film auseinandersetzt in der Jury. Und bei der anderen Arbeit muss man komplett einsteigen in eine Figur, die ist im Zweifelsfall auch körperlich und ist ein ganz anderer Vorgang, das kann man nicht vergleichen.